Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Haunting Ground. Yui. Ja, im letzten Part haben wir Yui, haben wir die Daniela besiegt im Bosskampf. Yui hört gerade nicht. No. Komm. Come on. Ich drehe mal den Sound noch ein bisschen lauter. Ich höre die Musik kommen. Das ist nicht gut. So, und jetzt wollen wir doch mal sehen. Ich glaube, hier konnte man auch die Falle deaktivieren. Da ist eine Taste auf der Rückseite. Der Rüstung. Taste drücken, ja. Ja, ich glaube jetzt... Ja, jetzt ist sie deaktiviert. Yui. So. Wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen von Daniela. Und zwar den Mars-Schlüssel. Stahlschlüssel mit dem Symbol... männlich eingraviert. Das bedeutet Mars. Aha. Okay. Dann wollen wir doch mal sehen, was in der unteren Tür da hinten war. Weil wir ja jetzt endlich dahin können. Ohne dass Daniela uns dauernd verfolgt. Ah, jetzt wird's... Jetzt wird's noch schwieriger. Das kann ich euch sagen. Wie sieht denn das Wasser aus? Sieht so abartig aus. Naja. So. Die Tür haben wir aufgeschlossen. Hier ist ein Versteck. Da können wir uns verstecken, ist ja klar. Und was ist hier noch? Was ist denn das hier? Sagt sie da nicht so? Nein. Hier, ihr seht es rechts schon, da ist schon wieder so ein kleines Zwergenvieh. Was Yui töten muss. Oder ich halt mit meinem Schuh. Go, Yui. Oh nee, ey. Was macht er denn immer so, Yui? Yui. Hey, jetzt kann noch gar kein Gegner kommen. Daniela ist doch tot. Warum ist Yui so angespannt? Yui. Mann! Mist! Oh, blödes Vieh. Hier ist wieder so ein Alchemistenloch. Und ich bin gerade angespannt. Obwohl ich gar nicht zum Anspannen habe. Wir haben doch jetzt Daniela besiegt und eigentlich dürfte uns jetzt gar keiner mehr verfolgen. Von daher, ich gehe gleich in dieses Loch rein. Ich glaube, Yui findet hier nichts mehr. Und hier steht schon wieder so jemand. Wenn man den hier übrigens so oft schlägt, dann schlägt er uns zurück. Passt mal auf. Jetzt zum Beispiel. Ja. Jetzt hat er uns total geschlagen. Und ich glaube... Oh Mann, Fiona, beruhig dich mal. Nein! Was habe ich denn jetzt getan? Du sollst dich... Wie? Ach so, ja, stimmt. Ach so ging das, ja genau. Okay. Oh Gott, was ist denn das hier alles? Eine Waage liegt in der Mitte des Korridors. Eine Waage in einem Korridor. Nur eine weitere merkwürdige Begebenheit, die ich nicht einmal versuchen möchte zu erklären. Ja, ich auch nicht. Was ist das hier? Warum sagst du dazu nichts, Fiona? Ich muss mal Yui loben. Ach ja, und ich weiß was. Hier gab's... Oh, hab ich mich gerade erschrocken. Hier gab's was. Hier findet Yui was. Heb's auf, Fiona. Medaillon. Good boy. Dann gibt's hier noch was. Also überall hier. Und dann da hinten noch. Wir gucken gleich mal, was hier noch so alles ist. Ja, Yui, das finde ich schön, dass du so viel findest. Ach, das auf der anderen Seite. Mann. Ein Medaillon. Schön. Good boy. Denn... Nee, ich glaube hier war... Da hat noch was geblinkt, das hole ich mir auch gleich. Go. Nur ich wollte Yui hier nochmal suchen lassen. Hier gab es nämlich auch noch irgendwas. Ja, genau, hier. Cool. Das finde ich schön. Nein, Fiona. Du sollst das da aufheben, was da ist. Dankeschön. Und danke, Yui. Good boy. Komm,
Komm mal mit. So, der ist jetzt die ganze Zeit so angespannt und keine Musik ist wegen dem blöden Typen da hinten. Hier ist auch noch was. Weinender Stein. Was war denn das jetzt nochmal? Das war irgendwie so ein komischer Stein, der... der war irgendwie nicht so wirkungsvoll, glaube ich. Wo ist der denn jetzt? Da. Macht lauten Krach, lenkt Feinde. Ja, das habe ich irgendwie noch nie so wirklich mitbekommen, dass der Feinde ablenkt. Wirklich. Irgendwie nicht so wirklich. Die Tür ist bestimmt zu. Natürlich. Okay. Come on. Gut, da ist nichts mehr. Dann gehen wir mal hier lang. Come on. So. Ja, doch. Doch, gehen wir mal hier oben lang. Come on. Oh mein Gott, was ist hier? Alles kaputt. So, hier können wir gegenrennen. Und dann geht es nämlich auf und dann kommen wir in einen Raum, wo ganz viel verrücktes Zeug... Oh Gott. Ach so, ist wieder so ein Ding. Okay. Zersetzer. Der anfängliche Schritt in diesem großen Prozess beginnt mit der Manipulation des Urchaos. Liefere die prima Materia an den Extraktor und der Weg zum Gottesstein und all seine Rechtschaffenheit wird bekannt werden. Auf halbem Weg den heiligen Pfad hinunter, kehre zu diesem Ort zurück. Wenn das Ergebnis deines Wissens in Asche zerfällt, denn der Mensch ist ein Tier mit vielen Fehlern und glücklicherweise kann er Fehler wieder gut machen. Also es ist nicht alles verloren. Asche zeugt Chaos, Chaos zeugt Urleben. Wisse, dass der große Prozess immer hier beginnt. Ah, im Kommentar. Ja, ein Gerät zur Analyse von Dingen? Naja, ich bin kein Spezi, aber... also ist vieles von dem Zeug zu komplex für mich. Aber es scheint, als ob dieses Gerät irgendwie damit zu tun hat, dass der Raum zerfällt. Okay. Ist hier sonst noch was? Dazu sagt sie nichts. Sagt sie dazu was? Nein. Ihr seht schon, der Boden hier ist etwas... Oh, hat sich da gerade was... Ah ja. Okay, habt ihr das gehört? Was ist das? Es ist etwas darin. Oh cool, Agamemnon. Komm mal her, Hugh, ich lob dich mal. Good boy. Ah, und ich wollte dir noch was zeigen, was ich mit Hughie machen kann, und zwar... Das hier. Sit. Ich glaube so. Sit. Nee, Moment. Good boy. Nee, wie war denn das? Ich weiß es gerade. Ach, Mist. Menno. Go, Hughie. Nee, ach. Wie war denn das? Sit. So? Ich glaube ja. Shake. Ja. Hihi. Süß, oder? Gib da Pfötchen. So, was ist das hier jetzt alles? Ja, sie sagt was zu. Protzig aussehende Forschungsausrüstung ist hier zurückgelassen worden. Protzig aussehend, ja, schöne Übersetzung. Ein paar Notizen sind hier geschrieben worden. Dieses faule Biest eines Hundes, das verdammte Biest ist davongelaufen mit der prima Materia, die ich im Zersetzer gerade veredeln wollte. Ich hatte zahllose Stunden damit verbracht, das verdammte Ding zu stabilisieren, und dieser Köter rennt damit davon. Es gibt jedoch keinen Grund, herumzurennen und danach zu suchen. Natürlich ist es eine der Schlüsselzutaten für die Schaffung des Gottessteins. Aber ich werde wenig Verwendung für den Gottesstein, da ich... Nee, hä? Aber ich habe wenig Verwendung für den Gottesstein, da ich bald eine wesentlich größere Macht in meine Hände bekommen werde. Ah, mein süßer, süßer Azoth. Du bist so prachtvoll, ein wahres Meisterstück. Ich muss dich haben. Dieses höllische Warten wird allmählich ermüdend. Ein Hund. Vielleicht bezieht es sich auf Hughie. Ja, und da ist wieder eine Notiz. Hughie hat es gestohlen. Ich frage mich, ob er es im Garten oder so vergraben hat. Also Hughie, du kannst schon ganz schön hinterhältig sein, wenn du willst, nicht? Ach süß. Ja, schön. Okay, dann such mal hier nochmal, ob du hier vielleicht was findest. Hughie. No. Du sitzt hier suchen. Go, Hughie. Ja. Glaube ich irgendwie nicht, aber könnte ja sein. Nee, irgendwie nicht. Hughie. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Come on. Und wollen mal sehen,
was sich hinter der anderen Tür da verbirgt. Und ich ahne nichts Gutes, meine Lieben. Ich ahne nichts Gutes. Aber wir werden es ja vielleicht bald oder gleich herausfinden. So. Miss Fiona. Now, if you would please come with me. No, I don't want to. Please let me be. I want to go home. But Miss Fiona, you are home. This whole castle is all yours. So, Miss Fiona does not wish to stay at her castle. You miserable wench. You were given the greatest gift of all, and you don't even appreciate it. I can't believe the Azoth was wasted on you. Ach du Scheiße. Ja, Huey, komm. Oder warte mal. Huey? Ah, nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Huey. Oh nein, der hat eine Waffe. Scheiße. Und die Musik. Wie müd, ey. Huey. Diese Musik! Ach du Schande. Huey! Die Musik, ey, ich glaub ja, wo ich bin. Ja, du hast sie aufgeschlossen. Zerbrich mal schnell die Vasen hier, sonst lockst du ihn vielleicht nachher nochmal an. Ah! Mist! Ja, okay. Okay, okay. Nein, nicht over there. Ich versteck mich mal hier. Vielleicht findet er mich ja nicht. Oh mein Gott. Das Blöde ist jetzt, wenn er weg ist, kommt keine Musik. Oh nein, ey, jetzt haben wir auch noch einen neuen Verfolger. Ey, der hat so eine Musik, das hört sich an wie so ein Schwarm Bienen, ey. Total behämmert. Oh, diese Schritte, wenn ich die schon höre, ich krieg so einen Harry, ey. Puh. Hau ab. Mann, ey. Blöder Sack. Ja. Fein, Huey. Come on. Ja, Huey, komm. Blöde Kerl hier. Ja, ich weiß, es ist noch nicht sicher hier, aber ich hau jetzt einfach mal ab. Come on. Oh. Mann, was ist denn das hier jetzt? Gucken wir uns gleich an. Hier müsste es ja... Ich renne noch mal zu dem anderen Raum hier. Nämlich hier hoch. Oh Mann, oh nein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo hier eine Uhr ist zum Speichern. Huey, ist alles wieder gut? Ist hier alles okay? Du hast ihn von selber angegriffen, super. Na? Musik. Und Huey?
Ja, schön. So, ein neuer Verfolger. Mal wieder. Das ist nicht schön. Und neue Musik im Hintergrund. Jetzt natürlich wieder keine. Moment, Moment. Ich muss jetzt irgendwie erstmal eine Uhr finden. Das ist jetzt eigentlich mein größtes Problem, dass ich keine Uhr hier habe. Ah, Moment, Huey, konnte ich hier, glaube ich, noch was finden? Oh, habe ich ja genau richtig gesucht. Cool. Ein Album-Medaillon. Ja, und ich wollte noch die ganzen Medaillons veredeln. Oder halt... Ah gut, die Musik ist wieder da. Extraktor, geboren aus dem herumwirbelnden Sand des Chaos, beginnt das Urelement, die Prima Materia, zu verfallen und verändert sich seit langem in eine gelbe Schmutzmasse. Diejenigen, die den nächsten Schritt in der Evolution suchen, kommt nicht vom Weg der Reinigung ab. Extraktor. Wir haben wieder neue Notiz. Oh. Ja, da auch noch. Obwohl Ricardo mir sagt, dass ich im Schloss bleiben soll, bin ich ja nicht dumm. Ich weiß, je länger ich bleibe, desto größer ist meine Lebensgefahr. Ein Extraktor? Ja, hört sich dumm an, aber vielleicht wird... Vielleicht zur Extraktion von Dingen. Bloß vergesse ich lieber schnell die Idee, dass sie es benutzen, um etwas von der Frau in dieser Kapsel zu gewinnen. Meinst du denn der hier? Die sieht aus wie du. Warum passiert es mit mir? Lieber Gott, wenn ich jetzt erwischt werde, ich bin sicher, sie werden mich umbringen. Okay. Kommst du, Huey? Mein Huey-Schatz. Oh Mann, oh Mann. Ach ja, stimmt ja. Go! Nein! Wah! Hui, hui. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh. Wow, Hui. Scheibenkleister, Mist, 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 Mist. Der kommt bestimmt gleich. Hui, würdest du mir bitte helfen? Hallo, Hund, Hund, Hund. Dankeschön. No. Ja, jetzt kann ich auch Krach machen. Jetzt kommt er bestimmt gleich wieder. Denke ich mir mal. Oh Mann. Wenn ich so einen Krach hier schon mache. Oh Mann, ich bin schon wieder so angespannt. Weil der ist echt... Ah nee, okay. Hä, warum auch immer. Oh Gott, ich bin echt so angespannt, weil der Typ ist echt so krank. Edelantimon, das ist schön. Hier können wir uns verstecken im Schrank. Da gehe ich jetzt aber nicht rein. Ich gehe jetzt hier... in diese Tür. Huey, kommst du mit? Okay, Musik ist da. Ich werde jetzt erstmal speichern. Und dann sehen wir uns im nächsten Part oder vielleicht gleich wieder. Bis dahin. Tschüssi.